Juli 2016. Eine Krebspatientin aus den Niederlanden wird in Mönchengladbach ins Krankenhaus eingeliefert. Joke K. hat Krampfanfälle. Zwei Tage später ist sie tot. Der Fall stößt eine Debatte an, die bis heute andauert. Denn behandelt wurde sie von einem deutschen Heilpraktiker mit einer gefährlichen Chemikalie. Er hat mit dem Leben der Menschen gespielt. Ich finde das wirklich unglaublich. Die Patienten konnten auch nicht Nein sagen, weil sie den Stoff nicht kannten und dachten, ja gut, kann ich schaden, nach dem Motto. Ein tragischer Einzelfall, sagen Heilpraktikerverbände. Aber stimmt das? Wir wollen mehr über Heilpraktiker und ihre Therapien herausfinden, die bei vielen so beliebt sind. Ich finde das einfach gut, dass mehr auf den Körper eingegangen wird, auf den Menschen und dass man einfach das Gesamte sieht. Wir Heilpraktiker, wir gehen mit der Natur, weil eigentlich die Natur hat alles entwickelt. Wie ein Arzt dürfen Heilpraktiker Krankheiten behandeln. Brauchst du davon irgendwie etwas? Eine geregelte Ausbildung gibt es nicht. Da begeben sie sich wirklich in Gefahr, weil sie wissen nicht, treffe ich jetzt auf jemanden, der ganz genau weiß, wo seine Grenzen sind, oder treffe ich auf jemanden, der mir gefährliche Diagnostik oder Therapie auf der Basis von völlig verrückten Krankheitsideen gibt und dem ich letztendlich mein Leben anvertraue. Joke K. hat dem deutschen Gesundheitssystem vertraut und das mit ihrem Leben bezahlt. Die Niederländerin war immer gesund und sportlich. Doch im Sommer 2016 entdeckte sie einen Knoten in der Brust. Krebs. Für Joke K. war die Diagnose ein Albtraum. Schon bei mehreren Freunden hatte sie den Kampf gegen die Krankheit mit ansehen müssen. Nun fürchtete sie, ihn ebenfalls zu verlieren. Und dass ihre Kinder ohne Mutter aufwachsen würden. Diese Szenen haben wir nachgestellt. Jokes Mann André möchte nicht, dass Bilder seiner Familie im Fernsehen zu sehen sind. Die Kinder sollen nicht auf diese Weise an den Tod ihrer Mutter erinnert werden. Er gibt uns ein Interview, möchte aber unerkannt bleiben. André erinnert sich an den Tag, als das Drama begann, als sei es gestern gewesen. Wir sind ins Krankenhaus gefahren und der Arzt sagte uns, es gibt Chemo, Bestrahlung, Hormontherapie und Operation. Das war's. Er saß hinter seinem Laptop und schaute uns noch nicht einmal in die Augen. Das müssen Sie tun, sonst werden Sie sterben. Das musst du tun, ausgerechnet dort. Joke lehnte die Therapie bei dem niederländischen Arzt ab. Stattdessen hat sie einem deutschen Heilpraktiker vertraut. Wie konnte es dazu kommen? Wir fahren in die Niederlande, in die Nähe von Genderen. Dort sind wir mit zwei Menschen verabredet, die Joke gut gekannt haben. Mit ihrem Schwager und ihrer Freundin Stefanie Niesing. Gemeinsam haben sie Ehemann André und den Kindern durch eine schwere Zeit geholfen. Sie sind über die Geschehnisse gut informiert, haben Jokes Krankenakten und ihre akribischen Notizen zu allen Behandlungen gelesen. Ja. Sollte die Menschen noch leben? Ja. Oh, hier, das Sodiumbiturat. Was ist das allemaal? Warum hat Joke eine medizinische Standardtherapie abgelehnt, die heute über 80% aller Brustkrebspatientinnen heilen kann? Joke sagte, dass sie auf keinen Fall eine Chemotherapie oder Operation wollte, weil sie bei Freunden und Bekannten zu oft gesehen hatte, wie sehr die Menschen durch die Behandlung und die Medikamente leiden und dann trotzdem sterben. Mit diesen Ängsten haben die Ärzte im Krankenhaus Joke allein gelassen. So sieht es ihre Familie.
Als der Arzt die Diagnose mitteilte, stellte Joke ein paar Fragen. Es ging um Ernährung und um alternative Ansätze. Doch sie bekam keine Antworten. Das Krankenhaus lehnte es ab, auch nur darüber zu sprechen. Sie hatte echte Fragen und erwartete echte Antworten. Ich glaube, sie hatte das Gefühl, dass sie nicht ernst genommen wurde. Jutta Hübner weiß, dass es vielen Patienten so geht wie Joke. Sie ist Fachärztin für Krebsmedizin und hat ein weiteres Spezialgebiet: Naturheilkunde und alternative Heilverfahren. Eine seltene Kombination. Mit Unterstützung der Deutschen Krebshilfe berät sie an der Uniklinik Jena Patienten, die, wie Joke, nach einer Krebsdiagnose nicht wissen, wie es weitergehen soll. Hübner, Uniklinik in Jena, hallo. Für mich wäre jetzt mal die erste Frage, haben Ihre Ärzte das schon mit Ihnen ein bisschen genauer besprochen, warum jetzt diese Therapie ist? Das Misstrauen gegenüber der sogenannten Schulmedizin ist oft groß. Also es gibt im Internet unheimlich viele Nachrichten, was man angeblich alles machen kann. Und es ist, glaube ich, gerade als Laie und jetzt auch noch in einer für Sie ja sehr anstrengenden Situation sehr schwer zu unterscheiden, was davon seriös ist und was nicht seriös ist. Was wir mit Naturheilkunde. Alle Krebspatienten haben Ängste und Fragen. Viele wollen neben der Standardtherapie noch mehr für ihre Gesundung tun. Doch die wenigsten Ärzte nehmen sich die Zeit, darauf einzugehen, sagt Hübner. Sehr, sehr gerne. Vielleicht sehen wir uns nächstes Wochenende. Tschüss. Zeit ist Geld. Und es wird gerade in das Reden und vor allen Dingen Zuhören beim Patienten kaum noch investiert. Es wird in Geräte und teure Instrumente und Medikamente investiert. Aber die unmittelbare Zeit zwischen Arzt und Patient, die ist mittlerweile auf ein Minimum geschrumpft worden. Und das ist nicht ein Defizit der Schulmedizin. Die will reden. Aber das ist ein Problem unseres Systems und das müssen wir unbedingt ändern. Was die Schulmedizin nicht leistet, suchen viele Menschen bei den rund 47.000 Heilpraktikern in Deutschland. Durchschnittlich 128.000 Patienten pro Tag schenken ihnen ihr Vertrauen, schätzt der Bund Deutscher Heilpraktiker. Was ist dort anders als beim Arzt? Nach langer Suche finden wir in Bottrop eine Heilpraktikerin, die uns Einblicke in ihre Arbeit erlaubt. So, hallo Bärbel. Ja, hallo. Herzlich willkommen in meiner Praxis. Ich habe einen Tee gekocht. Das ist Fenchel, Anis, Kümmel. Entspannt. Mhm. Ja. Haben meine Eltern immer getrunken, jeden Tag. Okay. Bei Elisabeth Volke gibt es vor allem Zeit für Gespräche. Also ich finde das einfach gut, dass auf den ganzen Menschen eingegangen wird, auf das ganze System, dass nicht nur ein Symptom behandelt wird. Und dass auch erstmal sanft versucht wird zu behandeln und nicht gleich starke Medikamente eingesetzt werden. Und du hast mich heute angerufen und du hast Probleme mit Allergien. Hast du Heuschnupfen oder was sind jetzt deine jetzigen Beschwerden? Die Augen sind trocken, die Nase ist total zu. Ich krieg schlecht Luft und ich werde total müde. Ich denke, das ist irgendwie diese. Bärbel war auch schon bei Ärzten. Doch da konnte man ihr nicht helfen, erzählt sie uns. Sie ist Privatpatientin. Deshalb bezahlt die Krankenkasse den Termin bei der Heilpraktikerin. Über eine Stunde dauert das erste Gespräch mit Elisabeth Volke. Beim Arzt sind es oft nur wenige Minuten. Die Menschen brauchen auch die Zeit, sich einfach zu öffnen. Und einfach die Sorgen bei mir auf den Tisch legen und erzählen, eigentlich habe ich noch andere Probleme. Und das schon habe ich auch sehr viele Patienten, die bei mir sitzen und weinen. Und das, glaube ich, das ist das, was die Patienten auch brauchen. Auch Joke hätte jemanden gebraucht, der ihre Sorgen von Anfang an ernst nimmt. Doch in der Klinik fand sie kein offenes Ohr, erzählt ihr Mann. Deshalb suchte sie nach einer Alternative. Sie wünschte sich eine sanfte, eine natürliche Krebstherapie und fand sie im Internet. Auf der Homepage von Klaus R.
Der deutsche Heilpraktiker warb gezielt um niederländische Patienten. Die Methode? Ja. Stefanie Niesing zeigt uns die Webseiten, die Joke damals gefunden hat. Zwar hat der Heilpraktiker längst alles gelöscht, aber das Internet vergisst nicht. Im Webarchiv sind die Seiten gespeichert. Ja. Sieh mal, warum Deutschland? In den Niederlanden gibt es. Wir erfahren, dass Heilpraktiker in den Niederlanden keinen Krebs behandeln dürfen. Anders als in Deutschland. Klaus R. informierte auf seiner Webseite darüber. Und über seine alternative Krebstherapie. Ein Segen für die Patienten. So schien es. Effektiv. 100% biologisch sogar. Das war genau die Behandlung, die Joke gesucht hat. Hast du ihn mal kennengelernt? Nee, nur im Gericht. Ja. Klaus R. präsentierte sich im weißen Kittel. Er hat sich einfach verkauft wie ein Arzt. Sogar mit so einer Operationsblau. Sie wusste wohl, dass sie nach einem Alternativ. Joke war bewusst, dass sie sich für die Alternativmedizin entschieden hatte. Aber ich denke, sie und ihr Mann glaubten, dass er ein ausgebildeter Arzt war. Jemand mit medizinischem Hintergrund. So zeigte er sich ja auch auf der Website. Wenn sie in den Niederlanden so auftreten, mit weißem Kittel und Stethoskop, dann sind sie ein Arzt. Dann bin ich ein Doktor. Auch in Deutschland halten viele Menschen Heilpraktiker für eine Alternative zum Arzt. Doch lassen sich die beiden Berufe wirklich vergleichen? Wie wird man überhaupt Heilpraktiker? Im Internet informieren Gesundheitsämter und Heilpraktikerschulen über die Voraussetzungen. Wer Heilpraktiker werden möchte, muss mindestens 25 Jahre alt sein, einen Hauptschulabschluss haben und eine amtsärztliche Überprüfung beim Gesundheitsamt bestehen. Dazu gehört ein Multiple-Choice-Test und eine mündlich-praktische Prüfung. Der angehende Heilpraktiker soll zeigen, dass er keine Gefahr für die Volksgesundheit, also seine Patienten, darstellt. Die Ausbildung ist nicht geregelt. Es gibt weder Zwischenprüfungen noch Leistungsnachweise. Aber Angebote für den Heilpraktiker im Selbststudium. Wer sich dafür entscheidet, lernt alleine zu Hause. Das Selbststudium kostet weniger, als den Führerschein zu machen. Anwärter, die bereit sind, mehr Geld auszugeben, besuchen eine der zahlreichen privaten Schulen. Paracelsus heißt die größte Kette. In Karlsruhe dürfen wir uns den Unterricht anschauen. Wir haben jetzt heute das Thema Blutpathologie. Eine Heilpraktikerin bereitet die Schülerinnen und Schüler auf die Überprüfung beim Amtsarzt vor. Zum einen, wir haben einen Mangel an Erythrozyten. Sie lernen ausschließlich medizinische Grundlagen. Die alternativen Verfahren, mit denen sie später ihre Patienten vor allem behandeln, prüft der Staat nicht. Für ihre Zukunft haben diese Schülerinnen unterschiedliche Pläne. Also ich habe einfach festgestellt, dass es auch andere Wege gibt wie die Schulmedizin und fand es total spannend. Also gerade die mit Pflanzen, mit Kräutern. Einfach, was es so alternativ gibt, dass man nicht immer gleich so diese Holzhammermethoden anwenden muss. Und was haben Sie vor nach der Prüfung? Also das soll mehr so in Richtung Coaching gehen und auf jeden Fall ganzheitlich. Also weil ich der Meinung bin, dass Körper, Geist und Seele, dass alles geheilt werden muss und nicht nur der Körper. Weil erst dann eine Krankheit auch entsteht, wenn die Seele krank ist. Und das gilt sogar bei einer Lungenentzündung? Der Körper reagiert halt. Sobald irgendwas im Ungleichgewicht ist, zeigt er irgendwelche Symptome. Und dann muss man halt nachforschen, wo es herkommt. Die Schülerinnen und Schüler sollen hier vor allem lernen, ernsthafte Krankheiten zu erkennen und die Patienten bei Bedarf sofort zum Arzt zu schicken. Trotzdem erteilt ihnen das deutsche Gesundheitssystem enorme Befugnisse. Bestehen die Schüler die Prüfung beim Gesundheitsamt, dürfen sie beinahe wie ein Arzt Diagnosen stellen und kranke Menschen behandeln. Sogar Krebspatienten. Ein Heilpraktikerzertifikat suggeriert eine kontrollierte medizinische Ausbildung. Doch damit habe der Unterricht an Heilpraktikerschulen nichts zu tun, berichtet uns Annette K. Sie hat früher selbst an einer solchen Schule gelehrt.
Das Einzige, was sie dafür qualifizierte, war der Heilpraktikerschein. Annette K. fürchtet Probleme mit ihrem ehemaligen Arbeitgeber und möchte deshalb anonym bleiben. Für mich war es tatsächlich so, muss ich jetzt rückblickend sagen, dass es wirklich angelesenes, im Selbststudium angeeignetes Wissen war, das ich weitergegeben habe. Nichts aus der Praxis, nichts, was überprüft wurde von externer Stelle. Nachher habe ich mir viel mehr angelesen für die Dozentenstelle, als ich für den Heilpraktikerschein gebraucht hätte. Aber das ändert nichts an der Tatsache, dass ich diese Krankheit nie wirklich gesehen habe. Auch an der Paracelsus-Schule sehen die angehenden Heilpraktikerinnen keine echten Patienten. Und jetzt nochmal desinfizieren. Genau, sehr gut. An einem Sonntag üben diese Schülerinnen und Schüler, wie man Infusionen legt. Diplomierte Pflegekräfte brauchen dafür eine Zusatzausbildung und die Weisung eines Arztes. Heilpraktiker brauchen all dies nicht. Auch Spritzen dürfen sie setzen. Wenn man das wahrnimmt hier, dann heißt das im Grunde genommen, dass die Infusion daneben läuft. Es ist überhaupt keine wissenschaftlich fundierte Ausbildung. Und durch dieses staatlich geprüft wird irgendwie den Menschen suggeriert, dass da ein Inhalt dahinter steckt. Das ist aber nicht so. Die meisten Heilpraktiker bieten ihren Patienten später keine klassischen medizinischen Therapien an, sondern die unterschiedlichsten alternativen Verfahren. Zum Beispiel Schröpfen. Diese praktischen Kurse an der Paracelsus-Schule sind freiwillig. Schröpfen sei gut gegen Schmerzen und Verspannungen, erklärt der Dozent. Und stellt noch eine andere Technik vor. Gua Sha. Dieses Teil ist aus Büffelhorn gefertigt, hat eine ganz eine runde Kante und durch das Aufdrücken und das Ziehen entsteht eben diese Wirkung auf der Haut. Halten auch wieder ein bisschen. Die Schabetechnik Gua Sha verursacht Blutungen unter der Haut. Das soll gegen verschiedene Krankheiten helfen. Schnell dann rot. So Sachen wie aufziehende Erkältungen, wo man das Gefühl hat, ich war gerade im Nassen und Kalten und ich komme heim und ich friere jetzt ein bisschen, fröstelt so. Das kann man damit sehr gut noch rausholen, weil es ein ausleitendes Verfahren ist. Entgiftend, ausleitend. Behandlungen wie Gua Sha und Schröpfen gehören zum Standard in deutschen Heilpraktikerpraxen. Aber wirken sie auch? Um das herauszufinden, fahren wir nach Köln zum Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen. Unabhängige Wissenschaftler bewerten hier den Nutzen von Medikamenten und Therapien. Jürgen Windeler ist der Direktor des Instituts. Er hat sich intensiv mit Verfahren beschäftigt, die Heilpraktiker anwenden. Für den Arzt und Wissenschaftler gibt es bei seiner Arbeit nur einen Maßstab. Lässt sich die Wirkung einer Therapie nachweisen oder nicht? Ich habe Ihnen was mitgebracht. Ja. Wir zeigen ihm, was wir in der Heilpraktikerschule gesehen haben. Das Stadium so ein bisschen rauszunehmen. Entgiftend, ausleitend, quasi über diese Hautoberfläche auch noch mal ein bisschen nach außen bringen. Also diese Begriffe sind inhaltsleer. Also es gibt nichts zu entgiften, es gibt nichts auszuleiten. Wir sind ja nicht ein Kohleofen, wo man unten immer die Schlacke rausholen muss. Also diese Ideen, die da passieren, insbesondere, dass man das dann alles durch die Haut entgiften kann, sind an sich schon nicht sehr plausibel, um es mal vorsichtig zu sagen. Und dass das jetzt für die Menschen irgendeinen positiven gesundheitlichen Effekt hat, ist in Studien jedenfalls nicht belegt. Wir zeigen ihm auch die Verfahren, die Heilpraktikerin Elisabeth Volker anwendet. Schauen wir, ob du heute was brauchst. Darf ich dich testen? Wie viele Heilpraktiker nutzt auch sie ein Pendel. Damit diagnostiziert und therapiert sie Krankheiten. Und jetzt baue ich eine Verbindung mit dir auf. Und dann frage ich ein klares Ja. Du kannst ruhig locker lassen. Ein klares Ja. Das Pendel schwingt von oben nach unten. Und ein klares Nein. Bei Nein schwingt es zur Seite. So signalisiere der Körper der Patientin, was er brauche, erklärt uns die Heilpraktikerin. Hier drauf brauchst du davon irgendwie etwas von diesen Mitteln, die sich in der Tasche befinden. Ja,
Okay? Und du gehst nach und nach mit dem Finger und ich frage dann einzeln nach. Elisabeth Volke möchte aus 200 Mitteln das richtige Medikament auswählen und nutzt dabei die sogenannte synergetische Homöopathie. So, dann frage ich nochmal weiter. Brauchst du davon irgendwie etwas? Nein. Du brauchst davon nichts. Die Rute sagt nein. Diese Methode hat eine Heilpraktikerin entwickelt. Es gibt naturheilkundliche Verfahren, die auch gut unterstützt sind, die gut gesichert sind, die man durchaus nehmen könnte. Und dann gibt es Verfahren, die sind kompletter Unsinn. Das darf man, glaube ich, auch in dieser Klarheit so sagen. Und dieses Verfahren gehört dazu. Das ist kompletter Unsinn. Kann ich mir schon vorstellen, dass viele Mediziner sagen, auch zu Homöopathie, dass das Hokuspokus ist oder das ist, kann man gar nicht nachvollziehen, dass das alles wirkt. Aber wenn ich diesen Mittel finde, also der Körper findet, weil der sagte, ich brauche das, dann ist das das Richtige, was ich gefunden habe. Und die Patienten sagten mir auch oft, das hat mir geholfen. Davon brauchst du nichts mehr. Doch was genau hilft den Patienten? Du bekommst jetzt Luesinum. Pendel und homöopathische Kügelchen? Oder eher Zeit, Zuwendung und der Placebo-Effekt? Könnte es nicht sogar sinnvoll sein, bei leichten Erkrankungen genau darauf zu setzen? Jutta Hübner hat den Placebo-Effekt untersucht. Auflösen. Okay. Ja, der Placebo-Effekt wird ja von vielen Ärzten auch als eigentlich das Positive an der alternativen oder komplementären Medizin gesehen. Da hat es bei mir so einen Punkt gegeben, wo ich komplett angefangen habe umzudenken. Und nämlich in dem Moment, als wir gezeigt haben, und das haben wir mehrfach gezeigt in Studien, dass Menschen, die in so einer Bagatellsituation erleben, die Globuli helfen mir, der Heilpraktiker hilft mir, die Edelsteine auflegen hilft mir oder irgend so etwas, auch in der ernsthaften Krankheitssituation dann dazu neigen, zuerst dieses zu tun. Das kann, etwa beim Coronavirus, gefährlich werden. Im Internet finden wir diese Werbung. Sie verschwindet schnell wieder, denn meldepflichtige Infektionskrankheiten dürfen Heilpraktiker nicht behandeln. Doch Birgit Eberle bietet weiterhin an, Viren, Bakterien und Allergien zu löschen. Das Einzige, was man dazu brauche, seien Holzscheiben für 35 Euro. Wir lassen uns die Scheiben schicken. Die Heilpraktikerin hat die Methode selbst entwickelt mit Anregungen aus Indien und dem Schamanismus, sagt sie. Birgit Eberle ist bereit, mit uns über ihr Verfahren zu sprechen. Hallo, Aufzeichnung läuft. Jawohl. Super, dann fangen wir einfach an, ne? Wenn ich jetzt zum Beispiel Heuschnupfen löschen möchte, was mache ich dann? Die Patienten, die haben dann zu Hause diese Scheibe oder die drei Scheiben, setzen sich auf diese Scheiben drauf und halten dann mit ihren Händen die spezielle Handhaltung so, dass diese Information eben in der Zelle gelöscht werden kann. Wirkt diese Methode auch gegen das Coronavirus? Also für mich ist es egal, ob das jetzt Epstein-Barr-Virus heißt oder HIV heißt oder Coronavirus heißt. Es geht nicht um die Erkrankung und nicht um diese Labordiagnostik, sage ich jetzt mal, sondern es geht um diese Informationen, die in diesen Begriffen stecken und die dann das System krank machen. Alles, was halt durch Viren, Bakterien oder Allergien negativ im System sich äußert. Das kann therapiert werden. Solche erwiesenermaßen unwirksamen und damit riskanten Methoden sind bei Heilpraktikern keine Ausnahme. Viele Schulen bieten zwar Kurse etwa zur Akupunktur an, bei der eine Wirkung belegt ist, aber eben auch zu Astrologie und Schamanismus. Ich glaube, die Esoterik an sich erkennt man relativ flott. Wenn da steht Astrologie, Reinkarnation, das ist jedem klar. Was ich eigentlich kritischer finde, sind die pseudowissenschaftlichen Sachen, die von dir drüber kommen, wie Irisdiagnostik und Dunkelfeldmikroskopie und Stuhlproben oder diese ganzen Tests mit Nahrungsmittelunverträglichkeiten, wo suggeriert wird, es ist irgendwie eine Untersuchung, bei der was Anständiges rauskommt.
Also mir fällt das auch schwer herauszufinden. Ist das jetzt etwas Echtes oder ist das jetzt irgendwie was Erfundenes? Das gelang auch Joke nicht. Nachdem die Niederländerin die Diagnose Brustkrebs bekommen hatte, suchte sie nach einer seriösen Alternative zur Chemotherapie. Auf der Webseite des deutschen Heilpraktikers Klaus R. las sie von einer Krebsbehandlung mit 3-Bromopyruvat. Es klang wissenschaftlich. 3-BP, so die Abkürzung der Substanz, sei eines der effektivsten Krebsmedikamente, hieß es. Zu Risiken oder Nebenwirkungen fand sie nichts. Joke wollte es genauer wissen. Sie telefonierte mit dem Heilpraktiker, der ihre Bedenken zerstreute. Das Mittel sei nicht giftig für gesunde Zellen. Es könne allenfalls leichte Nebenwirkungen verursachen. Joke entschied sich schließlich für die Therapie und hoffte. Sie dachte, dass sie in guten Händen ist. In den Niederlanden kann man sich nicht vorstellen, dass jemand ohne Ausbildung so etwas darf. In Deutschland ist doch alles geregelt. Es gibt sogar ein Reinheitsgebot für Bier. Kurz darauf fuhr Joke für ihre Krebstherapie zu dem Heilpraktiker nach Deutschland. Es waren Ferien. Die ganze Familie kam mit. In Brückenbracht am Niederrhein lag die Praxis von Klaus R. Jeden Vormittag wurden Joke und andere Krebspatienten in diesem Gebäude behandelt. Ein Labor gab es nicht. Der Heilpraktiker stellte die Infusionen in seiner Küche her, so wie in dieser nachgestellten Szene. Die Chemikalie 3-Bromopyruvat nannte er Glukoseblocker. Das klang natürlicher, wird er später vor Gericht sagen. Klaus R. hatte Joke erklärt, dass seine Behandlung besser wirke, wenn man zuvor keine Chemotherapie gemacht habe. So, Joke, dann wollen wir mal die Fläschchen anlegen. Und schon fertig. Super. Der Glukoseblocker würde ihre Krebszellen aushungern, hatte ihr der Heilpraktiker erklärt. Joke war topfit. Sie hatte ja noch gar keine Behandlung bekommen. Sie hat voller Hoffnung angefangen. Und dann geht in dieser kurzen Zeit so viel schief. Was genau mit Joke und anderen Patienten geschah, wurde ab März 2019 am Landgericht Krefeld in einem aufwendigen Strafprozess rekonstruiert. Vor Gericht geht es um die individuelle Schuld des Angeklagten Klaus R. Doch zugleich macht der Prozess auch grundlegende Probleme des Heilpraktikerberufs deutlich. Vier Monate haben wir das Verfahren begleitet und mit allen Beteiligten gesprochen. Auch Klaus R. bitten wir um ein Interview. Er sagt erst zu und lässt dann seine Anwältin wieder absagen. Im Prozess legt er seinen Behandlungsplan vor. Seine Krebstherapien dauerten 10 Wochen. Fast 10.000 Euro mussten die Patienten dafür zahlen. Im Mittelpunkt der Therapie stand die Chemikalie 3-BP. Was ist das für ein Stoff, den der Heilpraktiker Joke und weiteren Krebspatienten verabreicht hat? Im Auftrag des Gerichts soll der Rechtsmediziner und Toxikologe Thomas Dahldrup das herausfinden. Die Flaschen und Schläuche, die Klaus R. benutzte, lagern bis heute in seinem Institut. Ich habe hier den Infusionsschlauch. Der Rechtsmediziner weiß, dass es sich bei 3-BP um eine aggressive Chemikalie handelt. In vielen Schläuchen findet er die Überreste des Stoffes in einer extrem hohen Dosierung. Es ist eine harte Chemotherapie tatsächlich durchgeführt worden, aber die Patienten konnten sich auch, weil sie falsch
aufgeklärt wurden aus meiner Sicht, konnten auch nicht Nein sagen, weil sie den Stoff nicht kannten und dachten, ja gut, kann nicht schaden, nach dem Motto. Wenn man ihnen gesagt hätte, das ist aber ein hochreaktiver Stoff, der synthetisch hergestellt wurde, hätten, glaube ich, alle gesagt, nein, will ich nicht. Also von daher aus meiner Sicht schon eine arge Täuschung, die da vorgenommen wurde. Heilpraktiker dürfen keine verschreibungspflichtigen Medikamente verabreichen, andere Substanzen jedoch schon. Der Toxikologe findet heraus, dass die Chemikalie 3-BP in keinem Land der Welt als Arzneimittel zugelassen ist und deshalb von Klaus R. legal genutzt werden durfte. Studien zeigen, dass der Stoff tatsächlich auf seine Wirkung gegen Krebs getestet wurde. Forscher hatten Ratten steigende Dosen des Mittels verabreicht. Geringe Mengen vertrugen die Tiere problemlos. Doch bei höherer Dosierung starben die Ratten plötzlich alle. Während des Prozesses stellt sich heraus, dass der Angeklagte Klaus R. von diesen alarmierenden Tierversuchen wusste. Dennoch hat er die Dosis bei einigen Patienten absichtlich erhöht. So wie ich es im Prozess verstanden habe, dachte er wohl, es schlägt ganz gut an. Vielleicht habe ich noch bessere Ergebnisse, wenn ich ein bisschen mehr gebe. Das hat er einfach ausprobiert. Er experimentierte. Er hat mit dem Leben der Menschen gespielt. Ich finde das wirklich unglaublich. Zu dem zeigt sich, die Waage des Heilpraktikers war für das Abwiegen von Arzneimitteln nicht geeignet. Dafür braucht man eine solche Präzisionswaage. Doch Klaus R. wusste das nicht. Thomas Dahldrup demonstriert uns, wie ungenau die Waage des Heilpraktikers war. Es fehlte eine Stelle hinter dem Komma. Hier ging es ja darum, 50, 60, 70, 80 Milligramm abzuwiegen. Das geht gar nicht mit dieser Waage. Wir nennen solche Wagen meistens Kartoffelwagen, wo man also grob mal hier ein Gewicht von einer Flasche mal ausmessen kann, aber keine Milligramms. Also diese Waage ist für die Herstellung von Arzneimitteln völlig ungeeignet. Am 27. Juli 2016 ging in der Praxis von Klaus R. etwas dramatisch schief. In seiner Küche bereitete der Heilpraktiker die Infusionen vor. Später wird sich herausstellen, dass sie extrem hohe Konzentrationen von 3-BP enthielten. Drei Patienten bekamen Infusionen. Joke wurde wegen ihrer Brustkrebserkrankung behandelt. Die beiden anderen litten an Bauchspeicheldrüsenkrebs. Zunächst war alles wie immer. Doch während die Chemikalie in ihren Körper floss, wurde es Joke plötzlich schlecht. Auch die beiden anderen Patienten kämpften mit Übelkeit. Alle hatten das Mittel zuvor gut vertragen. Ein Patient brach die Infusion schließlich ab. Im Interview und bei der Polizei erzählt Jokes Mann André, was geschehen ist. Als ich ankam, ging es ihr nicht gut. Sie hatte schon 2 bis 3 Mal erbrochen. Ich habe sie dann mitgenommen und zum Wohnwagen gebracht, weil sie schlafen wollte. Sie hat sich hingelegt und mehrfach erbrochen. Abends ging es Joke nicht besser. Sie hatte Kopfschmerzen und ich habe ihr eine Tablette gebracht. Es ging ihr die ganze Nacht über nicht gut. Sie hat schlecht geschlafen. Am nächsten Morgen habe ich sie dann gefragt, ob wir wirklich wieder zur Praxis fahren sollen. Das wollte sie. Das war das Letzte, was sie gesagt hat. Danach hat sie nichts mehr gesagt. Als wir ankamen, war Klaus schon da. Er hat Joke und ihren Zustand gesehen und gesagt, dass er ihr nun kein 3-BP mehr geben würde.
Er meinte, es sei etwas schiefgelaufen und keiner würde mehr 3 BP kriegen. Joke musste dann zur Toilette. Sie ging ganz komisch in die Richtung der Toilette. Sie ging unsicher, so als wäre sie betrunken gewesen. Sie hat es wohl nicht mehr geschafft und in die Hose gemacht. Die Symptome deuteten auf Hirnschäden hin. Doch der Heilpraktiker erkannte das nicht. Statt den Notarzt zu rufen, stellte er ein Rezept über Bachblütentropfen aus. Wir sind dann zurück zum Campingplatz. Joke wollte etwas schlafen. Ich bin dann zur Apotheke gegangen. Als ich zurückkam, saßen die Kinder bei Joke. Unser Sohn sagte, dass etwas nicht stimmt. Und klar, die Drippels geben. Meistens schlick ich. Ich wollte ihr dann die Tropfen geben. Man muss die schlucken, aber Joke konnte nicht mehr schlucken. Sie hatte Krampfanfälle, wie bei einem epileptischen Anfall. Ich habe sie dann aus dem Wohnwagen geholt, ins Auto gesetzt und wir fuhren ins Krankenhaus nach Nettetal. Von dort wurde sie mit dem Rettungswagen in die größere Maria-Hilf-Klinik nach Mönchengladbach gebracht. Als Joke in der Notaufnahme ankam, war sie kaum noch ansprechbar. Die Ärzte erfuhren, dass sie beim Heilpraktiker eine Infusion mit 3 BP bekommen hatte. Doch sie kannten den Stoff nicht. Wie ihr vielleicht schon gehört habt, ist das die Dame mit der Vergiftungserscheinung. Es war von Anfang an ein sehr schweres Krankheitsbild und uns war schon klar, oh, hier ist wirklich, hier kann alles passieren. Wir haben ihr Medikamente gegen die Krampfanfälle gegeben und haben letztlich sie dann auch am späten Abend des Aufnahmetages in ein künstliches Koma versetzt. 2 Tage lag Joke auf der Intensivstation. Die Substanz hatte das Gehirn erreicht. Eine Schwellung breitete sich immer weiter aus. Der Familie und auch der Patientin darf man keinen Vorwurf machen. Die ergreifen jeden Strohhalm. Und wenn jemand sagt, ich habe hier ein Medikament, das kann dich vielleicht retten, ist man natürlich bereit, alles zu machen, auch wenn es nicht erprobt ist. Und man bezahlt einfach viel Geld und hofft natürlich. Wir als Ärzte wundern uns natürlich sehr darüber, wenn wir ein Medikament verordnen. Es kann so gut getestet sein, so umfangreich getestet, wie es mag. Aber wenn wir es für eine andere Indikation verordnen, droht uns direkt ein Regress und auch eine Klage. Da fragt man sich als Arzt natürlich, warum gelten derartig andere Regeln für einen Heilpraktiker? In München treffen wir den Juristen und Arzt Alexander Ehlers. Er hat sich intensiv mit dem Heilpraktikergesetz und seiner Geschichte beschäftigt. Das Gesetz stammt aus dem Jahr 1939. Zu dieser Zeit gab es neben den Ärzten eine große Zahl von Laien, die Heilkunde anboten. Oft mit geringem Erfolg. Das Gesetz sollte, anders als es zunächst klingt, diesen Heilpraktikern einen Riegel vorschieben. Man wollte, dass diejenigen, die die Heilkunde ausüben als Heilpraktiker, noch diesen Beruf bis zu ihrem Ausscheiden aus dem Beruf ausüben dürfen. Aber danach sollte eigentlich Schluss sein. Es war eine Art Übergangsregelung zur Beendigung dieses Berufsstandes. Doch bis heute ist das Gesetz in Kraft und gibt den Heilpraktikern enorme Freiheiten. Wenn wir uns überlegen, dass der Staat die Details bei der Fleischerei-Fachverkäuferin in extenso regelt, in den Meisterberufen regelt, bei der Frage, wie ein Friseur wann was zu tun hat und wie die Scheren desinfiziert werden, im Heilpraktikerbereich das aber schlichterdings nicht beachtet, dann ist hier de facto ein Gefahrenmoment für die Bevölkerung und für den einzelnen Patienten gegeben. Drei Tage nach der letzten Infusion beim Heilpraktiker stirbt Joke. Auch die beiden anderen Patienten, die mit Joke behandelt wurden, überleben die Behandlung nicht. Todesursache:
3 BP und ein veraltetes Gesetz. Wenn Sie die gesetzlichen Regelungen in der Europäischen Union analysieren oder in der anderen westlichen Welt, dann stellen wir fest, dass Deutschland das einzige Land ist, das in dieser Weise einen Berufsstand zulässt, der nicht adäquat staatlich ausgebildet ist. Und das führt immer wieder zu gravierenden, manchmal tödlichen Behandlungsfehlern. Nur die schwersten Fälle landen in den Schlagzeilen und vor Gericht. Sind das wirklich Einzelfälle? Wir möchten uns mit einem Vertreter eines Heilpraktikerverbandes darüber unterhalten. Mehrere Verbände bitten wir um ein Interview. Doch niemand ist bereit dazu. Die Erklärung kommt per E-Mail. Ein Heilpraktiker leitet uns das Schreiben seines Verbandes weiter. Es ist eine Warnung vor uns. Wir empfehlen in diesem Fall, etwaige Interviewwünsche abzuweisen, um den Berufsstand des Heilpraktikers nicht unnötig in negative Schlagzeilen zu bringen. Die allerdings gibt es rund um den Prozess gegen Klaus R. reichlich. Nach 10 Verhandlungstagen steht fest, dass eine Überdosis von 3 BP zum Tod der 3 Patienten geführt hat. Die Große Strafkammer verurteilt Klaus R. wegen fahrlässiger Tötung zu 2 Jahren Haft auf Bewährung. Ein Berufsverbot bekommt er nicht. Denn vieles, was der Heilpraktiker tat, ist laut Gesetz erlaubt. Für die Angehörigen ist das schwer zu verstehen. Er kommt mit 2 Jahren auf Bewährung davon und hat 3 Menschen auf dem Gewissen. Will ich ihn im Gefängnis sehen? Tja, eine richtige Strafe wäre schon gerechter. Ich war schockiert. Ich habe es nicht verstanden. Und ich war auch schockiert über das System, das die Heilpraktiker fast besser schützt als die Patienten. Wie kann das in Deutschland? Das ist das, was wir immer wieder erleben, dass quasi dieses Fehlverhalten überhaupt nicht justiziabel ist, dass nichts daraus resultiert, was diese Heilpraktiker wirklich ernsthaft fürchten müssen. Und deshalb fordern wir ja auch die Abschaffung des staatlich geprüften Heilpraktikers, um diese Sonderschutzzone, die sie haben, mit der sie allen Blödsinn treiben können, endlich aufhört. Der Fall hat auch die Politik aufgerüttelt. Ende 2019 gibt das Bundesgesundheitsministerium ein Rechtsgutachten in Auftrag. Es geht darum, den Heilpraktikerberuf neu zu regeln. In der Ausschreibung des Ministeriums findet sich eine Frage, die die Branche nervös macht. Gibt es die grundsätzliche Möglichkeit, den Heilpraktikerberuf in Zukunft entfallen zu lassen? Ist sogar ein Verbot denkbar? Geschehen ist seither nichts. Noch immer dürfen Heilpraktiker Krankheiten behandeln. Fast wie ein Arzt. Nur ohne dessen Ausbildung. Solange sich das nicht ändert, kann sich das Schicksal von Joke jederzeit wiederholen.